Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. Im zweiten Video der Playlist Prozentrechnung schauen wir uns jetzt an, wie wir von einem Bruch auf eine Prozentzahl kommen. Hierfür gibt es zwei verschiedene Wege. In diesem Video werden wir euch beide erstmal nennen, aber nur einen genau erklären. Im nächsten Video gehen wir genau auf den anderen Weg ein. Wie im letzten Beispiel, im letzten Video haben wir gesagt, eine ganze Pizza ist 100%, weil wir eine ganze Pizza haben. Jetzt gucken wir uns mal eine halbe Pizza an. Und eine halbe Pizza kann man auch so als Bruch schreiben. Ein halb. Solltet ihr kennen, sonst seht ihr es hier nochmal. Und das ist natürlich 50%, weil wir nur noch die Hälfte halt genau haben. Und eine Viertelpizza habt ihr auch schon mal alle gesehen. Sieht so aus, man kann das schreiben als ein Viertel. Und das sind natürlich 25%. Jetzt gucken wir uns aber genau an, wie wir jetzt wirklich von diesem ein Viertel auf 25% kommen, wenn man das ausrechnet. Wenn ich euch jetzt zum Beispiel sage, ein Fünftel oder ein Sechstel, kann man nicht mehr genau sagen, welche Prozentzahl das ist. Deswegen schauen wir uns das einmal ganz genau hier an. Hierfür gibt es zwei verschiedene Wege. Wir werden euch in diesem Video beide nennen und gehen auf den ersten genau ein. Im nächsten Video, wie gesagt, gehen wir auf den zweiten genau ein. Der erste Weg ist das schriftliche Teilen. Wenn wir 1 geteilt durch 4 rechnen, kommen wir auf eine Dezimalzahl. Wenn wir bei dieser Dezimalzahl das Komma verschieben, kommen wir genau auf die Prozentzahl. Beim zweiten Weg überspringen wir das Ganze und kommen von dem Bruch direkt auf die Prozentzahl, indem wir den Bruch erweitern und kürzen. Schauen wir uns den ersten Weg jetzt mal ein bisschen genauer an. Ein Viertel, das heißt, wir teilen 1 geteilt durch 4. Schriftlich teilen sollten wir noch können, wenn nicht, übt das nochmal ein bisschen. 1 geteilt durch 4, 1 kann man nicht durch 4 teilen, deswegen müssen wir eine 0, hier hinschreiben und das ermöglicht uns, dass wir hier eine 10 haben. 10 geteilt durch 4, das geht, da nehmen wir die 8. Die 4 passt 2 mal in die 8, das heißt 0,2. Und was bleibt übrig? 10 minus 8 sind 2. Müssen wir die nächste 0 runterziehen. 20 geteilt durch 4, gut, ist 5. Also 0,25. Und so haben wir jetzt unsere Dezimalzahl. Und von dieser Dezimalzahl kommen wir auf die Prozentzahl, indem wir das Komma verschieben. Das heißt, wir schreiben uns erstmal unsere Dezimalzahl hin. Und jetzt müssen wir nur noch das Komma verschieben. Wichtig ist hierbei, wir müssen das Komma nach rechts verschieben. Jetzt schreibe ich hier hinten nochmal eine 0 ran, ihr werdet gleich sehen warum. Nullen kann man hinten hinterm Komma immer ranschreiben. Also was passiert genau? Ich verschiebe das Komma hier einmal hier hin, dann sieht das so aus, dass das Komma da steht. Und jetzt muss ich es noch einmal verschieben, dann sieht es genau so aus, dass es hinter der 5 und zwischen der 0 steht. Und somit ist das unsere Zahl und jetzt kann ich direkt sozusagen 25,0 oder 25. Und das ist direkt unsere Prozentzahl 25%. Einen anderen Weg, ich kann auch einfach mal 100 rechnen. 0,25 mal 100 sind nämlich genau 25 und somit 25%. Jetzt gehen wir mal auf die häufigsten Fehler ein. Der häufigste Fehler ist, dass man das Komma falsch verschiebt, irgendwie in die falsche Richtung oder nur um eine Stelle. Eine Sache, die ihr euch merken könnt, wenn ihr euch hier mal anguckt, 0,05, wenn man das hier richtig verschiebt, das Komma, sind wir bei 5%. Anderes Beispiel, 0,12 sind 12%. Ich glaube, man erkennt richtig schön hier das Muster, 0,22, 22%. Nehmt also nur die Zahlen, die hier hinterm Komma direkt stehen und das sind direkt unsere Prozentzahlen. Von 0,34 auch genau 34%. Genau, und im nächsten Video schauen wir uns dann den zweiten Weg an, nämlich das Erweitern und Kürzen. Also bis gleich, ne? Ciao. Ciao.